Servus auf EchenTV, ich freue mich heute euch ein Angezockt-Video zu präsentieren, Mini-Metro. Das Spiel ist zwar schon länger draußen, es ist ganz gut sich zum Entspannen und zu relaxen, ohne großartig nachzudenken. Wenn du mehr davon sehen möchtest, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und jetzt starten wir richtig rein. Wir gehen auf Spielen. Wir haben hier verschiedene Städte. Und wir haben auch verschiedene Modus. Modus, genau, wie man sagt. Wir haben den Standardmodus. Da ist wirklich nur das Ziel, dass wir die Station nicht überlaufen lassen. Extrem ist, dass wir die Linie nicht ändern können. Endlos, dass wir echt ewig lange spielen können. Und die werden nicht überlaufen, die Station. Und Kreativmodus ist, dass wir wirklich die Station so platzieren und bearbeiten können, wie wir möchten. Aber wir starten natürlich mit dem Standardmodus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wir lassen uns schauen einfach mal, was wir so erwarten. Und wir fangen mit London an und dann erkläre ich euch mehr. Am Anfang bekommen wir drei Stationen und dann müssen wir die ersten Linien vergeben. Machen wir einfach mal so und so. Ich mache es gerne so und so. Einfach ist mein eigener Geschmack. Das Spiel ist einfach für zwischendurch. Dauernd würde ich es jetzt auch nicht spielen wollen, aber für ab und zu zum Entspannen ist es ganz nett. Aber verdauern ist es auch nicht. Da wird es so. Das können wir so machen. Machen wir das doch wieder so. Hier kommen natürlich das Verändern der Linien im normalen Modus, beim Extrem. Wenn ich es einmal mache, müsste es so bleiben. Und dann können wir hier noch eine Linie so und so verlegen. Genau, jetzt schauen wir mal einfach. Was die so tut. Die ist natürlich erst am Anfang. Da sind natürlich die Stationen noch nicht überlaufen. Wir haben natürlich jetzt noch nicht so viele Probleme. Später, wenn natürlich mehr an den Stationen los ist, kann es natürlich kritisch werden. Manchmal schafft man wirklich 2.000, 3.000 Passagiere, bevor es überläuft. Man schafft auch nur 100, 200, 300, 400. Es ist immer total unterschiedlich. So, dann können wir die Linie so verlängern. Und jetzt warten wir ab, wo die nächste Station kommt. Im Kreativmodus kann man natürlich selbst bestimmen, wo die Stationen sind. Hier kommen die einfach irgendwie zufällig. Wir haben jetzt schon Sonntag der ersten Woche. Die erste Woche haben wir wunderbar locker geschafft. So. Die erste Woche ist vorbei, wir fangen mit der zweiten Woche an. Dann geben wir natürlich jede Woche eine Lokomotive. Und wir können entscheiden, ob wir einen Waggon wollen oder einen Tunnel. Da wir nur noch einen Tunnel haben und die Tunnel nicht so oft erscheinen, würde ich jetzt einfach die Tunnel nehmen, damit wir einfach auf Nummer Sickers gehen. Die Lok mache ich noch nicht so weit auf der Linie, weil ich möchte erst gucken, wo es wirklich überläuft, wo zu viele Passagiere sind. Dann setze ich dort die U-Bahn drauf. Da oben. Wie machen wir es am geschicktesten? Machen wir für die Linie so. Aber wir haben jetzt noch keine neue Linie. Wir sehen, es gibt noch vier, dass wir noch vier neue Linien kriegen. Aber die haben wir aktuell noch nicht. Okay, dann was wir die jetzt so machen. Zack. So.
Also zur Entspannung, ohne großartig nachzudenken, ist das Spiel echt toll. Wenn du ein anspruchsvolleres Spiel möchtest, dann will ich dir davon abraten. Dieses Spiel kriegst du bei Steam. Wenn du dich dafür interessierst, schau einfach mal bei Steam nach. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich auch verlinken. Wir sehen hier bei der Linie blau ist schon ein bisschen mehr los. Dann machen wir jetzt einfach einen Waggon mehr. Damit wir jetzt einfach auf Nummer sicher gehen. Fragst dich vielleicht, warum ich nicht die rote Linie nicht auch bis Ende verlängert habe. Nee, ich will die einfach hier lassen, damit ich, wenn ich hier irgendeine Station habe, damit ich die einfach hier als Reserve habe. Siehst du, ich spreche davon und dann kommt's. Zack. Kaum habe ich es ausgesprochen, kam die Station. Lokomotive. Und wir nehmen natürlich die neue Linie. Was mich stört, dass die hier so rumkrumpft. Und ich vermute, dass wir auch irgendwann hier was bekommen werden. Deswegen mache ich die Linie erstmal so. Und die ziehe ich hier zurück. Jetzt fährt noch einmal natürlich den Linienweg. Aber dann wird es auch gleich verschwinden. So. Sehen wir schon. Diese Linie habe ich jetzt einfach prophylaktisch so gemacht, weil ich einfach glaube, dass wir jetzt brauchen. Ich sehe mal, wir können das so machen. Und so haben wir schon mal so ein bisschen rund. Dann, wir haben aktuell 3 Tunnel, dann können wir die einfach noch so verbinden. Dann haben wir hier schon so eine schöne Querverbindung. Aber wie du die Linien gestaltest, ist wirklich deine freie Wahl. Ich mach so viel, mach das. Vielleicht möchtest du es anders machen. Dann kannst du auch gerne Rundlinien machen. Oder sonst irgendwie. Es ist einfach Geschmackssache. Das Ziel ist natürlich, so viel Passagiere wie möglich zu transportieren, ohne dass eine Station überläuft. Also, wie heißt es so schön? Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. So, dann verlängern wir mal hier weiter. Da wir es gerade noch geschafft haben, fährt auch die blaue Linie gleich noch weiter und kehrt nicht um. Hier, dass wir einen Kreuzungspunkt gemacht haben, ist ganz gut, weil so kann die brauchen die Passagiere nicht hier in den Punkt fahren und umsteigen, sondern die können einfach gleich hier zu dem Punkt fahren. Also die, wenn die hier, ich sage es nicht mehr, genau, wenn die hier sind, können sie gleich hier zu dem Punkt fahren. Anstatt dass sie erstmal hier fahren müssen, dann hier fahren müssen. Lokomotive nehmen wir gern. Und ich würde auch. Ach, nehmt die Tunnel, man weiß nie, ob man die noch nicht noch gebrauchen kann. Aber wir haben hier Glück in London, dass wir hier nur die Themse haben. Und nur hierhin Tunnel brauchen. In anderen Städten ist es schon mehr und ich bin da lieber auf Nummer sicher, lieber zu viel Tunnel als zu wenig und dann kannst du ewig nicht eine Linie so planen, wie du möchtest und ja. Wir haben noch einen Waggon, ich schau mal einfach mal, wie sich das so entwickelt. Aber es sieht schon so aus, dass die rote sieht auch schon so aus, als könnte sie langsam Unterstützung gebrauchen. Ja, eindeutig die rote. Deswegen unterstützen wir einfach mal die rote erst einmal.
Weil je länger die Linien werden und je länger weniger Fahrzeuge auf der Linie sind, desto schwieriger wird es einfach. Auch hier diese hellblaue Linie bräuchte auch bald ein zusätzliches Fahrzeug oder einen zusätzlichen Waggon einfach. So, das ist ganz cool. Wir können einfach hier die Linie zack anbinden, die Station ohne großartig uns Sorgen zu machen. Und wir können jetzt einfach so sagen, wir machen so und so, ne, so und nicht, so und so. Dann können wir auch noch die mit anschließen, die Blume. So, Lokomotive, diesmal nehme ich keine Lok, keinen Tunnel, weil wir haben noch Tunnel, ich nehme den Waggon, den wir haben. Den Waggon tue ich gleich auf die hellblaue Linie, also hat sie doppelte Kapazitäten. Wir haben schon 350 Passagiere befördert, ohne dass ein Schatten übergelaufen ist. Also diesmal haben wir echt ganz viel Glück, dass wir da wirklich uns keine Sorgen machen müssen. Also sehr gut. So, dann können wir hier einfach die Linie verlängern, ohne Probleme, ohne Stress. Hier sehen wir einfach gerade, dass ein bisschen was los ist. Die rote Linie ist einfach überlastet wie ein bisschen, aber ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen. So, zack, zack. Dann kommt auch ein bisschen die gelbe Linie in Bewegung. Und seht ihr, wir haben jetzt einmal Tunnel gebraucht und wollen gleich für die gelben Linien nochmal einen Tunnel und schon sind wir zwei Tunnel weg einfach. So einfach geht das, dass die Tunnel einfach wieder gleich weg sind. Ich setze gleich mal auf der gelben Linie noch einen Tunnel, weil ich glaube, die kann es noch ganz gut brauchen. Ein Waggon, mein. So. Lokomotive und ich nehme einfach mal eine Linie, weil man braucht, man weiß nie, ob man die braucht. Wir sehen schon die Umsteckstationen, blau, hellblau und rot ist ein bisschen überlastet, aber sieht noch ganz gut aus. Wir haben schon über 500 Passagiere transportiert, das ist ganz gut. Lassen wir uns überraschen, was so noch kommt. Wir sehen schon, wir haben schon ein paar Problemstellen. Hier sind viele Passagiere. Hier sind einige Passagiere. Genau, also ich würde jetzt hier einfach die neue Linie einsetzen. Zack. Und wir machen hier einfach eine Querlinie, zack. Ohne dass die da anhält, sondern einfach
damit wir hier einfach, ich sag's einfach, bei der Innenstadt entlasten, sondern dass es einfach so eine Querverbindung ist, die also hier machen wir gerade ein bisschen Sorgen mit der kleinen Linie. Aber es hat sich gerade erledigt. Ich lege die einfach mit hier hin, dann. Das heißt, ich werde wirklich zwei Stationen nicht an die grüne Linie. Und ich glaube, so könnte man echt eine gute Entlastung. Und ich will einfach jetzt hier die neue Linie verbinden, weil die ja wirklich am meisten Kapazität hat. Und wir nehmen jetzt keine Linie, wir nehmen einfach einen Waggon. Und schauen mal, wo wir wirklich brauchen. Zack. Ich würde einfach einen Zug auf die hellblaue Linie setzen, weil da nur die mit Waggon ergänzt, aber nicht mehr mit zusätzlichen Zug. Und ich würde hier auf der blauen Linie den Waggon dran setzen, dass wir da einfach ein bisschen entspannen kriegen. Was ich machen würde, ich würde jetzt einfach zack mit verlängern. Und so haben wir dann nochmal einen Umsteigepunkt mehr. Aber so gefällt es mir jetzt nicht. Wir machen nämlich so. Es muss natürlich auch ein bisschen schön aussehen. Hier geht es natürlich leider nicht. Also, wo ist die? Hier geht es leider nicht anders, weil man nicht so gut verschieben kann. Ich kann es nicht so, irgendwie kann es nur so. Aber es sieht nicht so toll aus, aber ich kann sie gerade nicht ändern. Aber jetzt sieht es gerade wieder ein bisschen lockerer aus. Ich glaube, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, haben ganz gut gewirkt. Zack. Und wieso, was müssen wir machen? Wenn die gelbe Linie noch mal verlängern, zack. Und zack. So, dass einfach nicht alle durch die Innenstadt müssen quasi, sondern dass die auch über die Außenbereiche fahren können, sage ich mal so, salopp. Ich gucke mal, wo die grüne Linie so hält. Es passt alles. Viele fahren wirklich jetzt hier noch über diese Strecke, statt dass sie von hier nach hier die Schnellstrecke benutzen. Wir haben jetzt 1000 Passagiere erreicht. Das ist echt ganz, ganz gut. Kann man nichts sagen. Natürlich wollen wir noch mehr erreichen, aber ich bin schon sehr erfreut, was wir erreicht haben. Ihr seht bei der. Deswegen würde ich hier einfach so eine Entlastungsstrecke bauen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack.
die rosa Linie ist jetzt einfach nicht für Neuherstellung, sondern die ist einfach so als Entlastung der bestehenden Linien gedacht einfach. Wir haben noch eine Linie, die wir einrichten können. Aber die müssen wir wahrscheinlich hier unten uns noch überlegen, dass wir die gebrauchen könnten. Ja. Was ich sag's und dann. Aber hier können wir noch gut verbinden. Jetzt nehmen wir auf alle Fälle die zwei Tunnel. Und wir haben hier. Und wir brauchen wahrscheinlich unbedingt auf der gelben Linie einfach nochmal Entlastung. Oh, aber da kommt. Stopp. Es kann sein, dass es gleich zu Ende ist, liebe Fahrgäste, die heute mitschauen. Ich überlege mal, ob ich die nicht so lege. Ich lege die so. Vielleicht können wir da noch was erreichen. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es die Situation dort vorläufig entlassen. Wir haben 1300 Passagiere, also wir haben echt gut. Die Frage ist, wie lange wir es noch halten können, das ist halt gerade die Frage. Aber wenn es vorbei ist, einfach vorbei. Dann sage ich euch einfach ganz, wir haben viel erreicht in der heutigen Folge. Man kann nicht immer alles erreichen. So. Bei der grünen Linie ist es schon ein bisschen. So. Hier können wir einfach sagen. Die Änderung nehmen wir nochmal ab. Wir machen so und so. Und jetzt haben wir eine eigene Haltestelle. Wir haben jetzt Samstag schon. Ein bisschen unbedingt die. Okay, wir müssen diese Linie nochmal ändern. So. Okay, wir sehen, hier ist ganz schön. Lokomotive. Tunnel brauchen wir nicht. Wir nehmen einen Waggon. Und den Waggon setze ich gleich mal auf die gelbe Linie. Und den Zug auf die grüne Linie. Das wird da. Für Entspannung sorgen. Ich weiß nicht, wie lange es gut geht. Aber wir haben schon 1500 Passagiere befördert, das ist ganz gut. Okay, hier kann man einfach sagen, wir wollen an die. Und dann machen wir zack. 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 Immer am Außenpunkt, der einfach so Verbindungskorb haben. Zack. Dann ist es einfach. Also das sieht echt kritisch aus jetzt hier. Ich glaube. So gerne ich mit euch weiterspielen will, ich glaube, jetzt ist gleich Schluss. Ja, wir haben jetzt mehrere Brandherde. Da ist gleich Schluss. Wir werden es nicht mehr stoppen können. Wir haben keine Mittel jetzt gerade dazu. Aber wir haben. Okay, ich hab's gerade gesagt, wir haben jetzt. Jetzt ist leider dieses Spiel vorbei. Aber wir haben 1677 Passagiere transportiert.
Das ist schon mal ganz, ganz gut. Wenn euch dieses angezockt Video gefallen hat, wenn ihr mehr von Minimetro sehen wollt, dann lasst ein Like da und ein Kommentar, würde mich auch sehr freuen. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Andi.